Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen des Gemeinderates, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause, wenn Sie unsere Sitzung über Neudorf TV verfolgen. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen öffentlichen Gemeinderatssitzung. Entschuldigt ist Herr Kollege Draxler, wir sind also beschlussfähig, 32 Gemeinderäte sind anwesend. Ja, Corona-Situation kennen Sie, wir haben momentan 400 erkrankte Personen im Ort, einiges mehr, die derzeit in Quarantäne sind, sind sehr viele Familien betroffen, das heißt, wir müssen heute eine durchgehende Maskenpflicht einhalten, auch hier am Rednerpult. Ich bin heute ein bisschen der Cerberus, ich muss halt genau aufpassen, werden die Masken eh ordentlich getragen. Werden die Abstände eingehalten. Ich bitte Sie wirklich heute auch den ganzen Abend die Abstände einzuhalten und weil wir auch am Rednerpult die Maske haben, werden wir heute hier das Podium abwechselnd die Anträge zur Verlesung bringen. Danke jetzt schon für die Unterstützung. Weil ich das immer wieder gefragt werde, ja, warum macht es das eigentlich, warum macht sie keine Videositzung, wie sie oft gemacht wird, nur damit das jeder weiß, auch zu Hause. Präsenzsitzungen des Gemeinderates sind untersagt. Also man kann Ausschusssitzungen, man kann Gemeindevorstandssitzungen machen, aber die Gemeinderatssitzungen müssen in Präsenz stattfinden, einfach um den Öffentlichkeitsgedanken gerecht zu werden. Ja, kurz eine erfreuliche Nachricht. Wir beglückwünschen Frau Gemeinderätin Kopetzki zum eben gewesenen Geburtstag und gratulieren Herrn Gemeinderat Dr. Nure zum Geburtstag in 2 Tagen. Euch beiden ein schönes neues Lebensjahr. Gut, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1. Warum haben wir es heute umgedreht? Weil wir schon die Mappen hierher gelegt haben zum Lesen und damit es nicht da irgendwelche Verwechslungen sehen, haben wir diesmal die Berichte nach den Gemeinderatsanträgen gemacht, wie wir es ja jahrzehntelang schon gewohnt worden. Also das ist der Grund, warum wir zuerst einmal die Beschlussfassungen machen und dann die Berichte. Wir kommen noch vorher zur Genehmigung der Protokolle der Sitzung vom 13.12.2021. Mir liegt ein Einspruch vor und ich darf die ÖVP, die FPÖ bitten, den Antrag vorzulesen, dem ich nicht nachgekommen bin, muss ich auch sagen, so hätten wir das Protokoll schon geändert. So, guten Abend. Also wir haben eine Einwendung zum Protokoll vom 13.12. und zwar zum Tagesordnungspunkt E, allfälliges Anfragen, was auch das letzte Mal der Diskussion gewesen ist. Und deshalb beantragt die Fraktion FPÖ die Änderung der Protokollierung auf Folgendes. Die Dinge, die ich übernommen habe, sind im Prinzip aus dem Video auch ersichtlich praktisch, deshalb habe ich sie da reingeschrieben. Gemeinderat Robert Stanier meldet sich zu Wort und begibt sich zum Rednerpult. Bürgermeister Herbert Janschke macht Gemeinderat Robert Stanier auf die geltende Hausordnung und die FFP2-Maskenpflicht aufmerksam. Da Gemeinderat Robert Stanier nicht nachweislich geimpft ist, müsse er die FFP2-Maske auch am Rednerpult aufbehalten. Gemeinderat Robert Stanier verweist auf sein vorgelegtes PCR-Testzertifikat und verweigert mit Hinweis auf die Hausordnung das Aufbehalten der FFP2-Maske am Rednerpult, wie auch die Vorredner, Klammer auf, Klammer zu, ist jetzt nicht ins Protokoll. Bürgermeister Herbert Janschke entzieht Gemeinderat Robert Stanier das Wort und unterbricht die Sitzung. Sitzungsunterbrechung von 1947 bis 1953. Nach Wiederaufnahme der Sitzung wünscht Gemeinderat Robert Stanier erneut das Wort und kündigt an, die FFP2-Maske für die bevorstehende Wortmeldung freiwillig aufzubehalten. Das Wort wird Gemeinderat Robert Stanier von Bürgermeister Herbert Janschke nicht erteilt. Gemeinderat Robert Stanier verweist auf die Gemeindeordnung. Bürgermeister Herbert Janschke weist Gemeinderat Robert Stanier darauf hin, dass er diesen heute, laut Video, nicht mehr zu Wort kommen lasse und eine Aufsichtsbeschwerde erwarte. Gemeinderat Robert Stanier sowie Gemeinderat Otmar Malanik von der Fraktion FPÖ verlassen um 19.55 Uhr die Sitzung. Und weiters möge dem Protokoll die am 13.12.2021 geltende Hausordnung zum Protokoll als Anhang beigelegt werden, weil es ja um die letztendlich auch gegangen ist. Und das beantrage ich bitte, dass das ins Protokoll aufgenommen wird. Falls nicht aufgenommen wird, bitte dem Protokoll beigelegt wird. Dankeschön. Ja? Gut, danke. Ich habe dir gesagt, warum ist nicht, also wir können jetzt nicht ein Protokoll irgendwie hindrehen. Du hast Klage eingereicht. Wir haben ja, glaube ich, schon einen Gerichtstermin am 15. März und dort wird ein Gericht feststellen, ob die Gemeinderatssitzung am
13.12. ordnungsgemäß abgehandelt worden ist oder nicht. Das ist eine Maßnahme. Gut, es steht dieser Antrag an. Wenn Sie für diese Änderungen, also ich habe diesen Antrag abgelehnt, darum habe ich es nicht ins Protokoll eingearbeitet. Wenn Sie der Meinung sind, es gehört aufgenommen, dann müssen Sie zustimmen. Ansonsten bitte ich um Ablehnung. Es geht nicht ums ganze Protokoll, sondern nur um den Passus, den der Herr Gemeinderat Stanier gerne verändert hätte. Okay, gut, dann gilt dieser Antrag als abgelehnt, wird natürlich dem Protokoll beigelegt. Danke. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des eigentlichen Protokolls. Gibt es hier noch irgendwelche Einsprüche oder Einwendungen? Der Amtsleiter hat gesagt, wir sollen heute das bitte auch abstimmen. Also wenn Sie dann mit dem Rest des Protokolls einverstanden sind, bitte ich um Ihre Abstimmung jetzt. Danke, mehrheitlich angenommen. Dann gilt das Protokoll als genehmigt und ich darf die Fraktionsvorsitzenden um ihre Unterschrift bitten. Vor Eingang in die Tagesordnung liegt mir ein Dringlichkeitsantrag vor, den darf ich jetzt kurz zur Verlesung bringen. Wir stimmen dann gleich nur über die Dringlichkeit ab. Sachverhalt: Der Nationalrat hat eine sogenannte kommunale Impfprämie beschlossen, die den Gemeinden je nach Durchimpfungsrate, also 80%, 85% oder 90% Anteil der Hauptwohnsitzer über 5 Jahren, für kommunale Investitionen zur Verfügung gestellt wird. Berechnungsbasis sind die Beträge des Kommunalen Investitionsgesetzes 2020. Für Wiener Neudorf bedeutet das einen Basisbetrag von ca. 1 Million Euro. Daraus ergibt sich, dass unsere Gemeinde bei einer Erreichung ab einer 80%igen Durchimpfungsrate einen Betrag von mindestens 75.000 bis höchstens 600.000 im Fall einer mindestens 90%igen Durchimpfungsquote erreichen kann. Zum besseren Verständnis, wir haben heute 82,14% Durchimpfungsrate, Stand heute. Deshalb ergeht folgender Antrag: Der Gemeinderat begrüßt die vom Nationalrat beschlossene kommunale Impfprämie für kommunale Investitionen, untersucht um Überprüfung, in welcher Form der eventuell erzielte Förderbetrag den Wiener Neudorferinnen, die letztlich einen Beitrag dazu geleistet haben, zugutekommen kann. Es möge alles überlegt werden, um mit dieser Prämie eine höhere Impfquote zu erreichen, auch ob direkte Ausschüttungen eine Möglichkeit darstellen. Gesundheitsreferent und Gesundheitsausschuss werden ersucht, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung einen Vorschlag auszuarbeiten und dem Gemeinderat zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen. Begründung der heutigen Dringlichkeit: Um diesen Anreiz bestmöglich nützen zu können, brauchen wir eine rasche Entscheidung, um auch der Bevölkerung Zeit zu geben, eine so hohe Durchimpfungsrate wie möglich zu erreichen. Das ist der Dringlichkeitsantrag. Wir stimmen jetzt nicht über den Inhalt ab, sondern nur über die Dringlichkeit, ob er auf die Tagesordnung gesetzt werden soll. Und da bitte ich Sie jetzt um Ihr Votum über die Dringlichkeit. Danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 19. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1. Und hier, wer fängt an mit 1? Ich habe die Liste nicht. Herr Vizebürgermeister Pigisch, bitte. Sachverhalt: Diverse Subventionsansuchen für Vereine sind bei der Marktgemeinde Wiener Neudorf eingegangen. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, die Punkte A bis K aufgelistete Subventionen zu gewähren. Die Voraussetzung zur Auszahlung an einem Verein ist ein aktueller Vereinsregisterauszug, aus welchem die gültigen Bestellungen der Vereinsorgane ersichtlich ist. Punkt A: Volksheimverein, Jahressubvention 2021 1.000 Euro, bisher 0. Punkt B: Askö, Wiener Neudorf, Fahrsaalmiete, Tai Chi, 10.11.2021, 240 Euro, bisher 0 Euro. C: Rettungshundestaffel, Katastrophenzug, Jahressubvention 2022, 100 Euro, bisher 0 Euro. Punkt D: Genossenschaftshaus Frieden, Jahressubvention 2022, 5.000 Euro, bisher 0 Euro. Punkt E: Kunst,
Kunst im Impuls, Malkreis Wiener Neudorf, Ilse Tovarek, Jahressubvention 2022, 800 Euro, bisher 0 Euro. Punkt F, Verein Cassandra Frauen- und Familienberatungsstelle, Jahressubvention 2022, 400 Euro, bisher 0 Euro. Punkt G, Katholischer Reichsbund, Jahressubvention 2022, 400 Euro, bisher 0 Euro. Punkt H, Club 55 Plus, Pfarre Wiener Neudorf, Jahressubvention 2022, 1000 Euro, bisher 0 Euro. Punkt I, katholisches Bildungswerk Pfarre Wiener Neudorf, Jahressubvention 2022, 1000 Euro, bisher 0 Euro. Punkt J, NV Squash Union Wiener Neudorf Mödling, Grundsubvention 2022, 2000 Euro, bisher 0 Euro. Punkt K, Armin Osmanowitsch, Motorsport, Österreichische Meisterschaft, Unterstützungsbeitrag 2022, 250 Euro, bisher 0 Euro. Vielen Dank. Es gibt den Antrag, dass wir so einen Block abstimmen. Ist jemand dagegen? Aber vorher frage ich, gibt es zu irgendeiner Subvention eine Frage? Gut, wir dürfen so einen Block abstimmen. Ist jemand dagegen? Gut, dann stimmen wir einen Block ab. Bitte jetzt. Danke, einstimmig angenommen. Nächster Tagesordnungspunkt verliest der Vizebürgermeister Tomek. Bitte. Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, die aufgelisteten Subventionen A bis D zu gewähren. Die Voraussetzung zur Auszahlung an einen Verein ist ein aktueller Vereinsregisterauszug, aus welchem die gültige Bestellung der Vereinsorgane ersichtlich ist. A. Hocke, Wiener Neudorf, 4. Quartal 2021, 8.040, bisher 0 Euro. Sportunion Wiener Neudorf, 4. Quartal 2021, 2.700, bisher 2022 0 Euro. Musikverein Lyra, 4. Quartal 2021, 900 Euro, bisher 2022 0 Euro. ASKÖ, 4. Quartal 2021, 540 Euro, bisher 2022 0 Euro. So, vielen Dank. Auch ein Block. Ja, okay. Gibt es hier Fragen dazu? Wenn nicht, dann bitte ich um Ihre Zustimmung. Danke, einstimmig angenommen. Damit ich es einmal erkläre, man muss mit dem nicht irgendwo hinzeigen. Man kann überall hinzeigen, man muss nur drücken. Ist völlig wurscht. Tagesordnungspunkt 3, auch der Herr Amtsleiter beteiligt sich an der Leserunde. Sachverhalt. Der Verein für Jugendarbeit, Tender, hat für 2022 eine Subventionsanforderung für die Leistungen der MOJA, mobile Jugendarbeit, Streetwork, in der Gemeinde gestellt. Die Leistungen beinhalten Streetwork-Tätigkeit, Beratungsarbeit, Unterstützungs- und Lobbyarbeit für Jugendliche, Begleitung und Initiierung von partizipativen Projekten, gemeinwesensorientierte Arbeit und Vernetzung, Informationsveranstaltungen und Veranstaltungsbetreuungen, Vernetzung, Kooperation mit Exekutiv- und Fachinstitutionen, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Gemeinde, Beratungsarbeit für Eltern und Angehörige. Antrag: Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, dem Verein für Jugendarbeit Tender, Eisentorgasse 5, 4340 Mödling, aufgrund des Subventionsansuchens für MOJA, mobile Jugendarbeit, Streetwork, für das Jahr 2022 eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro zu gewähren. Die Überweisung der Fördersumme erfolgt in drei Teilbeträgen zu je 10.000 im April, Juni und September 2023. Danke. Gibt es hier Fragen dazu? Wenn nicht, dann bitte ich auch hier um Ihre Zustimmung. Gemeinderat Schisser fehlt uns noch. Danke. Einstimmig angenommen. Danke. So, Tagesordnungspunkt 4 geht es um den Mietvertrag der Lebenshilfe. Wenn Sie möchten, lese ich natürlich auch den gesamten mehrseitigen Vertrag vor. Ich konzentriere mich mehr auf die Highlights.
gerne, also die wesentlichen sind, dass derzeit die Lebenshilfe ihre Werkstätte, wissen Sie, auf der Hauptstraße im Pojahaus hat. Daneben haben wir jetzt ein paar Container, wo die Werkstätten untergebracht sind, wo die Aufenthaltsräume untergebracht sind und wo auch ein Lager untergebracht ist. Wir haben uns jetzt mit der Lebenshilfe verständigt, dass wir was Schöneres daraus machen, also dass hier das Gebäude, das Pojahaus, erweitert werden soll. Es gab Diskussionen, ob das die Gemeinde errichtet und dann vermietet oder ob es die Lebenshilfe errichtet. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass es die Lebenshilfe errichtet. Also es wird ein Gebäude sein mit maximalen oder mit angenommenen Kosten von 400.000. Es geht um einen Zubau von knapp unter 100 Quadratmeter, wird in der Höhe nicht so hoch sein wie das Bojahaus, also unter 4 Meter sein. Wir haben einen Mietpreis von 828,40, das ist ungefähr hochgerechnet, auf 50 Jahre angesetzt. Das wird immer dem Gestehungspreis von 400.000 gegengerechnet und ungefähr noch, weil es ja dann Indexanpassungen gibt, nach 40, 45 Jahren werden dann die Mietbeträge fließen. Bis dahin fließt das auf die Baukosten. Was passiert, wenn die Lebenshilfe geht? Wenn die Lebenshilfe sagt, sie möchten nicht mehr, dann fällt das Gebäude in das Eigentum der Gemeinde. Ist hier unser Eigentum, also die Lebenshilfe richtet und schenkt sie dann der Gemeinde. Würden wir kündigen, also wir können frühestens in 3 Jahren kündigen, und würden wir vor 25 Jahren kündigen, dann würden die Abschlagszahlungen fällig werden, haben aber nicht vor. Was die Lebenshilfe gerne gehabt hätte, warum brauchen die das eigentlich? Sie kümmern sich hier um den Klosterpark und brauchen hier also Werkstätten, Lagerräume etc., Aufenthaltsräume für die Pflege des Klosterareals. Ich glaube, wir haben alle nichts dagegen, dass es die Lebenshilfe macht, nur wir können keinen langfristigen Vertrag, Gärtnervertrag mit der Lebenshilfe abschließen. Aber ich habe sicher gesagt, dass der Gemeinderat nichts dagegen hat, wenn es die nächsten Jahre und Jahrzehnte von der Lebenshilfe gemacht wird. Das sind ungefähr die Highlights dieses Vertrages. Dem Moment, wo wir diesen Vertrag beschlossen haben, kann nächste Woche das Bauverfahren weitergehen und es soll in 2-3 Monaten mit dem Bau begonnen werden. Heuer noch abgeschlossen. Haben Sie Fragen dazu? Im Ausschuss war es. Wenn Sie Fragen haben, dann kommen wir zur Abstimmung jetzt. Danke, einstimmig angenommen. So, wir kommen wieder zu Vizebürgermeister Pickisch. Es geht um die Wasserleitungserneuerung. Sachverhalt. In der Laxenburger Straße zwischen Augasse und Nummer 29 wurde der Wohnbau abgeschlossen. Nunmehr soll die Hauptwasserleitung in diesem Abschnitt im Wesentlichen aufgrabungsfrei saniert werden. Die Rohrsanierung und Bau GmbH legt ein Angebot für die Baumeister und Installationsarbeiten zu den Kosten von 358.174,02 inklusive Umsatzsteuer. Es ergeht folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, mit der Wasserleitungssanierung in der Laxenburger Straße zwischen Augasse und Nummer 29 die Rohrsanierung und Bau GmbH Großalmstraße 90 48 13 Altmünster mit den Baumeister- und Installationsarbeiten gemäß Angebotsprüfung vom 19.01.2022 zu den Kosten von 358.174,02 inklusive Umsatzsteuer zu beauftragen. Danke. Gibt es Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? Wenn das nicht der Fall ist, bitte ich um Ihre Zustimmung. Danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 6. Herr Vizebürgermeister Tomek, bitte. Sachverhalt. Zur Verbesserung der Umweltsituation und Verminderung der CO2-Belastung wurde am 10.12.2018 die Richtlinie zur Förderung von energiesparenden Maßnahmen beschlossen. Nun sollen diese Richtlinien und Förderungen angepasst werden. Die Wegekosten für die Energieberatung wurden auf 40 Euro erhöht. Daher soll der Förderzuschuss der Marktgemeinde Wiener Neudorf von 30 auf 40 Euro erhöht werden.
Zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit wird auf eine höchstens 6 Monate alte Meldebestätigung verzichtet. Die Meldung soll von Amts wegen überprüft werden. Erweitert wird die Richtlinie um eine Förderung für Stromspeichermaßnahmen nur in Verbindung mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage. Es sollen Stromspeicher in Verbindung mit Photovoltaikanlagen mit 500 Euro gefördert werden. Somit kann ausschließlich eine Förderung von maximal 1.500 Euro für Photovoltaikanlagen mit Stromspeichern erhalten werden. Die Förderung der Speicher ist nachträglich möglich für Photovoltaikanlagen, welche schon durch die Gemeinde Wiener Neudorf nach der Richtlinie für energiesparende Maßnahmen 2019 gefördert wurden und im Zusammenhang mit neu errichteten Photovoltaikanlagen. Zusätzlich wird die Förderrichtlinie um die Förderung des Klimatickets Österreichs sowie vor Klimatickets erweitert. Alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Wiener Neudorf, ausgenommen werden Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnhausanlagen mit baubehördlich bewilligtem Mobilitätskonzept, welches Förderungen für den öffentlichen Verkehr enthält. Weil es bei diesen zu Doppelförderungen kommen kann, erhalten einen jährlichen Zuschuss von 10% zu den Anschaffungskosten. Die Förderung erfolgt nach Maßgabe des beigelegten Richtlinientextes. Es ergeht daher folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt die Anpassung der Förderrichtlinie für energiesparende Maßnahmen gemäß beiliegender Förderrichtlinie. Die Ausarbeitung der eingelangten Förderansuchen sowie die Abwicklung des Förderverfahrens obliegt den zuständigen Fachabteilungen. Vielen Dank. Gibt es Fragen, Diskussionswünsche zu diesem Punkt? Wenn das nicht der Fall ist, bitte auch hier um die Zustimmung. Danke, mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7 und wechseln zum Friedhof. Sachverhalt. Im Jahr 2022 muss der Urnenhain um weitere 24 Nischen im Bereich des Bestandes erweitert werden. Für diese Leistungen wurden von den Bestbietern des vergangenen Jahres Angebote eingeholt. Die Ingenieurstreit Bau GmbH legt ein Angebot für die Baumeisterarbeiten zu den Kosten von €23.404,78 inklusive Umsatzsteuer. Und die Grabsteinmanufaktur Maleiner legt ein Angebot für die Steinmetzarbeiten angepasst an den Bestand zu den Kosten von €22.800 inklusive Umsatzsteuer. Es ergeht der folgende Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener-Neudorf beschließt, folgende Firmen mit der Urnenhain-Erweiterung 2022 am Friedhof zu beauftragen. Die Ingenieurstreit Bau GmbH Rohrfeldgasse 18 2353 Unramsdorf mit den Baumeisterarbeiten gemäß Kostenschätzung C210060 vom 7.12.2022 zu den Kosten von €23.404,78 inklusive Ust. Und die Grabsteinmanufaktur Josef Maleiner Breischinger Straße 37-2620 Neukirchen mit den Steinmetzarbeiten gemäß Offert vom 20.12.2021 zu den Kosten von €22.800 inklusive Ust. Die überplanmäßigen Ausgaben auf dem Haushaltskonto 5-817-05001 Urnenhain in der Höhe von €21.248 werden durch Minderausgaben auf dem Haushaltskonto 5-817-050 Gestaltung Friedhof bedeckt. Vielen Dank. Gibt es hier Fragen, Verständnisfragen? Wenn das nicht der Fall ist, bitte um Ihre Abstimmung. Danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 8. Wir kommen zur Umgestaltung der Sporthalle. Da haben wir heuer hier 3 Millionen im Budget. Es geht jetzt ungefähr um die Hälfte. Es geht um 1.415.861,32 ganz exakt. Folgende Firmen sollen beauftragt werden für die Weiterführung des Umbaus der Sporthalle, für die Elektroplanung das Technische Büro Bartmann in Baden 26.100, für die Haustechnikplanung das Technische Büro Ingenieur Sivkovitz aus Stinaz 19.093, für Elektroarbeiten die Firma Elektro Grafeneder 172.679,
die LED-Beleuchtung für die Ballspielhalle und die Tischtennishalle, die Firma Zumtobel Wien, 31.722. Für Baumeisterarbeiten die Firma Streit Gundramsdorf 404.241,10. Für Schlossarbeiten die Firma Metallbau Rabal aus Ebrechsdorf 167.066. Für die Trockenbauarbeiten die Firma Tanner aus Gundramsdorf 237.070,76. Für die Aufzugsanlage die Firma Kone 28.498. Für die Kücheneinrichtung die Firma Gastroteufel Wien 219.412. Und für Einrichtungen für die Garderoben und den Gastrobereich die Firma Braun aus Lockenhaus 109.751,76. Die genannten Firmen waren immer im Bestbieterverfahren die besten. Das gesamte Auftragsvolumen beträgt, wie schon gesagt, 1.415.861,32. Gibt es Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? Wenn nicht, bitte um Zustimmung. Einstimmig angenommen, Tagesordnungspunkt 9, wieder Bezirksbürgermeister Piegisch mit der nächsten Wasserleitungssanierung. Sachverhalt. Im Jahr 2021 wurde die Trinkwasserleitung am Eumigweg von Europaplatz bis Eumigweg 30 erneuert. Nunmehr soll auch die restliche Hauptleitung am Eumigweg bis zur Schlossmühlgasse erneuert werden. Die Ingenieur Streit Bau GmbH, welche auch den ersten Teilabschnitt erneuert hat, legt ein Angebot zu den Kosten von 180.965,54 inklusive Umsatzsteuer. Die Ziere zum Partner Ziviltechnik GmbH legt ein Angebot für die örtliche Bauaufsicht und Schlussdokumentation des Förderabschnittes WVA Wasserversorgungsanlage BA 13 ein Angebot zu den Kosten von 14.346 inklusive Umsatzsteuer. Es ergeht daher folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener-Neudorf beschließt, die Ingenieur Streitbau GmbH, Rohrfeldgasse 18, 2353 Guntramsdorf, mit dem Baumeister und Installationsarbeiten zur Sanierung der Trinkwasserleitung Eumigweg von Nummer 30 bis Schlossmühlgasse zu den Kosten von 180.965,54 inklusive Umsatzsteuer und die Ziere zum Partner Ziviltechnik GmbH, Europaplatz 7, 3100 St. Pölten, mit der örtlichen Bauaufsicht und Projektabschluss WVA BA 13 zu den Kosten von 14.346 inklusive Umsatzsteuer zu beauftragen. Danke sehr. Gibt es Fragen zu diesem Punkt? Auch nicht. Bitte auch hier um Ihre Zustimmung. Kollege Kammer fehlt uns noch. Danke. Danke einstimmig. Tagesordnungspunkt 10, Vizebürgermeister Tomek, bitte. Sachverhalt. Dem Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr, Bau und Raumordnung wurde darüber beraten, Vergabekriterien für Stellplätze einzuführen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Es ergeht daher folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener-Neudorf beschließt, die nachfolgenden Vergabekriterien für Stellplätze zu beschließen. Kriterienkatalog. Der Antragsteller muss einen Hauptwohnsitz in Wiener-Neudorf vorweisen, der mindestens 3 Monate begründet ist. Das Fahrzeug muss auf den Antragsteller angemeldet sein. Pro Haushalt kann nur ein Stellplatz angemietet werden. Ausnahme für Behinderung wird keine gegeben. Der Antragsteller hat keine andere private Möglichkeit, das Fahrzeug abzustellen. Der Wohnsitz des Antragstellers muss in Gehdistanz 300 Meter Luftlinie zum Stellplatz liegen. Danke sehr. Gibt es hier Fragen? Jetzt muss ich die Frage an jemanden vom Ausschuss stellen. Gilt das für Garagen auch oder nur für der Ausschussvorsitzende nicht? Es gilt auch für Garagen. Gilt nur für Neuvergaben? Ja. Bestehende Verträge können wir leider oder Gott sei Dank, aus welcher Sicht man sieht, nicht eingreifen. Und ich möchte
kurz dazu geben, die Ausnahme wegen der Behinderung haben wir jetzt reingekommen, dass man kann man einen Behindertenparkplatz ja ansuchen. Es ist nicht so, dass wir jetzt überhaupt keine Möglichkeiten haben und dafür gibt es ein eigenes Verfahren. Gut, sonst noch eine Frage? Wenn nicht, dann kommen wir bitte zur Abstimmung. Danke, einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Es geht um Notlicht für das Freizeitzentrum und die Brandmeldeanlage. Sachverhalt. Die bestehende Notlichtanlage im Freizeitzentrum ist defekt und muss erneuert werden. Aufgrund des Alters der Brandmeldeanlage sind keine Ersatzteile mehr lieferbar, sodass auch diese inklusive Verkabelung erneuert werden muss. In diesem Zusammenhang soll der Vollschutz auch auf das Tribünengebäude und die Küche erweitert werden. Deshalb geht der folgende Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener-Nordorf beschließt, folgende Firmen für die Erneuerung der Notlichtanlage sowie die Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage inklusive Neuverkabelung zu beauftragen. A. Notlichtanlage, Firma Schrack-Seconet, Eibesbrunnergasse 18 1120 Wien, gemäß Angebot vom 16.09.2021 zum Preis von 80.785 exklusive Umsatzsteuer. Brandmeldeanlage Firma Schrack-Seconet, Eibesbrunnergasse 18 1120 Wien, gemäß Angebot vom 9.12.21 zum Preis von €47.728,25 exklusive Umsatzsteuer. Verkabelung der Notlichtanlage, Firma Elektrograffeneder GmbH, IZ Süd, Straße 2, 2355 Wiener-Neudorf, gemäß Angebot vom 27.09.21 zum Preis von €81.144,55 exklusive Umsatzsteuer. Verkabelung der Brandmeldeanlage, Firma Elektrograffeneder GmbH, IZ Süd, Straße 2, 2355 Wiener-Neudorf, gemäß Angebot vom 15.09.21 zum Preis von €93.899,30 exklusive Umsatzsteuer sowie Trockenbauarbeiten der Firma Tanner GmbH, Kammeringstraße 12, 2353 Gundramsdorf, gemäß Angebot vom 20.09.21 zum Preis von €27.025 exklusive Umsatzsteuer. Die Gesamtauftragssumme all dieser aufgelisteten Dienstleistungsaufträge beträgt €330.528,10 exklusive Umsatzsteuer. Dankeschön, eine große Summe. Gibt es Fragen dazu, Diskussionswünsche? Wenn das nicht der Fall ist, bitte um Ihre Abstimmung. Jetzt. Danke, einstimmig angenommen. Ja, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht jetzt um die Darlehensaufnahmen. Es geht um 5 Darlehensaufnahmen, die allesamt vom Basebitter-Verfahren bei derselben Bank abgeschlossen werden sollen. Der Finanzausschuss, dem ich auch angehöre, hat sich einstimmig für eine Fixverzinsung ausgesprochen. Und zwar, wir haben also beim letzten Gemeinderatssitzung noch Darlehen mit 0,2% Fixverzinsung für 10 Jahre gehabt. Das beste Angebot jetzt liegt immerhin schon bei 0,43% von der Erste Bank. Das zeigt uns, dass die Zinsen zwar moderat, aber doch steigen werden. Also schlägt der Finanzausschuss vor, dass wir nicht in die Euribor-Finanzierung gehen, die zwar im Moment günstiger wäre. Also wir könnten die nächsten zumindest ein, zwei Jahre wahrscheinlich mit Null finanzieren, aber wenn das Zinsgefüge dann steigt, natürlich mehr. Der Finanzausschuss schlägt vor, dass wir uns auf die sichere Seite begeben und dass wir alle 5 Darlehen bei der Erste Bank abschließen mit 0,43% Fixverzinsung auf 10 Jahren und in 10 Jahren muss es dann neu verhandelt werden. Gibt es den Wunsch, dass wir das getrennt abstimmen oder können wir das alles in einem abstimmen oder? Kann man es in einem abstimmen? Gut, dann lese ich die 5 nur vor. Es geht um den Stockschützenplatz, wo es ein Darlehen gibt mit 200.000, sind immer dieselben Konditionen, 20 Jahre, Fixzins als 0,43 für 10 Jahre, danach Neuverhandlung. Das zweite Darlehen, das wir aufnehmen, ist die Wasserversorgungsanlage, haben wir heute schon beschlossen. Es geht um Grillparzergasse, Schlossmühlgasse, Freizeitzentrum 634.900.
Die nächste Darlehensaufnahme betrifft den Straßenbau, Platzgestaltung, Kirche, Almigweg, Kilbarzergasse, Schlosswildgasse, Laxenburger Straße, 1.435.000. Die Kosten sind natürlich höher, also das Darlehen brauchen wir immer nur für die Differenzbeträge. Dann die Darlehensaufnahme für die Abwasserbeseitigung, Grillbarzergasse, Schlossmühlgasse und Druckleitung Lindenweg. Hier geht es um 1.029.700. Und für die Sanierung der Sporthalle geht es um 3 Millionen. Also noch einmal zusammengefasst 20 Jahre, Fixzins 0,43 auf 10 Jahre. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Willst du rauskommen bitte und das erklären, dass jeder mithört? Die 145.000 sind für die Grundplatte und den Spielbelag. Es kommen dann noch Container dazu auf beiden Seiten und dann werden wir also mit den 200.000 knapp nicht auskommen. Und Beleuchtung fällt auch noch. Da geht es jetzt nur um die Bodenplatte. Ja. Ja. Aber zusätzlich wird daneben Padeltennis errichtet, ohne Darlehen, auf demselben In derselben Gegend, ja. Nur Stockschützenplatz war, damit du richtig Finanzplanung und Padeltennis erst jetzt nicht eingekommen ist. Ja, aber Darlehen oder Kamaschel, wir hätten natürlich das Darlehen jetzt dafür Battle-Tennis aufnehmen müssen und das, ja. Wäre schöner gewesen. Okay. Ja. Oder dass man es für beide genannt hätte. Ja, dass man sagt, für Stockschützenplatz und Paddle-Tennis-Anlage brauchen wir jetzt ein Darlehen von 200.000. Weil das ist ja der Wahrheit mehr entsprechend. Ja, also letztendlich brauchen wir es, wenn du es so siehst, für beide. Ja, wir haben auch Geld und verwenden es alle. Das Problem ist jetzt nur, dass wir das Darlehen so ausgeschrieben haben für diese Stockschützenanlage. Warum haben wir das gemacht? Weil die Banken, also wir haben uns gedacht, die Banken fangen mit einer Stockschützenanlage mehr an als mit einer Paddle-Tennis-Anlage, wo wir alle nicht wissen, was das ist. Das war eigentlich der Hauptgrund. Aber wenn du es so willst, wir verwenden es für beides. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Bitte. Also auch allgemein zu den Aufnahmen, die heute getätigt werden. Insgesamt sind ja diese 5 Darlehen, die wir heute aufnehmen, wie wir gehört haben, in der Höhe von 6.299.600. Sind das in dieser Höhe. Das bedeutet, wir erhöhen den Schuldenstand heute um 6,3 Millionen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen, was das für die Gemeinde bedeutet, wenn wir den Schuldenstand jetzt erhöhen durch diese heutigen Darlehen, die jetzt beschlossen werden sollen. Ich möchte schon erinnern praktisch, dass wir 2019 noch einen Schuldenstand, Rechnungsabschluss 2019 von 22.914 hatten und jetzt mit dem Beschluss von diesen Darlehen von heute erhöhen wir die Schulden insgesamt praktisch um 11.722.549 seit 2019. Das heißt, wir sind auf einem Schuldenstand von 34.637.100 Euro. Das heißt, das ist der Schuldenstand, den wir erhöhen würden, wenn wir diese 5 Darlehen beschließen. Sind die Projekte, die wir jetzt im Prinzip haben, sind die wichtig? Ja, sie sind wichtig, sage ich einmal. Es sind alles wichtige Projekte, die die Gemeinde voranbringen. Das muss man schon sagen. Nur, wir müssen schon auch etwas, sage ich einmal, auf die Finanzen generell schauen. Der Zinssatz ist jetzt sehr niedrig. Mit 0,43%, das ist richtig. In 10 Jahren verhandeln wir dann weiter, das heißt, da ist der Zinssatz wahrscheinlich noch höher geworden in diese Richtung. Ich möchte schon erinnern praktisch, was ja an und für sich ja auch versprochen worden ist, was den Schuldenstand angeht.
Ich möchte nur erinnern, zum Beispiel 2015 hat die ÖVP, und das sage ich an alle Gemeinderäte und Gemeinderäte praktisch, noch verlangt, Wörlettner Schuldenpolitik, Schulden- und Gebührenerhöhungen, Streichen und Kürzen von Sozialleistungen oder die ÖVP, Schuldenabbau und Stopp von Gebührenerhöhungen, Ausbau notwendiger Sozialleistungen. Und jetzt, Dezember 2019 für diese Wahl, das sind übrigens abzurufen auf diese Zeitungen, die es gibt, die sind auch auf der Homepage der ÖVP Wiener Neudorf im heutigen Tage. Da steht auch drauf, wie bisher werden wir für eine Reduktion der Schuldenquote sorgen. Naja, bis jetzt ist das Gegenteil der Fall gewesen und wenn wir das beschließen, jetzt in die Richtung, gehen wir schon eine Verschuldung ein, die sehr, sehr hoch sein wird in diese Richtung. Und eines noch ganz kurz, auch das ist natürlich eine vollkommen richtige Kritik gewesen und ich sage, man hat der SPÖ damals vorgeworfen und dem Herrn Bürgermeister Wörlettner, dass er innerhalb von 10 Jahren den Schuldenstand um ca. 15 Millionen Euro erhöht hat. Na, das schaffen wir jetzt praktisch schon in 3 Jahren. Und ich möchte schon eine Kritik möchte ich vorlesen praktisch, und zwar, es hat geheißen, Herr Wörlettner und seine SPÖ haben die Gemeinde abgewirtschaftet. Notwendige Investitionen können nur mehr über Kredite finanziert werden, da das laufende Budget kein Spielraum mehr zulässt. Daher ist wieder eine Gebührenerhöhung geplant, vor der sich Herr Wörlettner durch die Auslagung der Gebührenerhöhung verstecken will. Wir wissen, dass es auch anders geht. Also ich sage, die Projekte sind wichtig. Ja, sind sie. Der Zinssatz ist jetzt niedrig. Auch das ist richtig. Aber trotzdem muss man dazu sagen, wir sollten schon auch ein bisschen auf die Finanzen schauen in diese Richtung. Wenn man sich so etwas leisten möchte, sollte man schauen, wie gesagt, dass man das Geld auch aus dem laufenden Budget nehmen kann. Wenn das nicht geht, sage ich einmal praktisch, dann kann man sich für einzelne Maßnahmen auch Kredite aufnehmen. Aber 5 wichtige Projekte, die wir jetzt beschließen, sollen einmal nur die Aufnahme der Kredite und alles über Kredite finanzieren, ist halt schon etwas, sage ich einmal, das ist für eine Gemeinde wie Wiener Neudorf eigentlich sehr beschämend und eigentlich nicht sehr erfolgreich. Und deshalb werden wir von der Fraktion FPÖ uns bei diesem Antrag enthalten. Weil wir sind nicht für die Kreditaufnahmen. Wenn die Projekte dann beschlossen werden, sage ich einmal, schauen wir uns die Projekte an und sind natürlich für wichtige Projekte, weil du brauchst eine Wasserversorgungsanlage, du brauchst eine Abwasseranlage und auch der Stockschützenplatz und auch der Kirchenplatz und die Sporthalle sind notwendige Investitionen, das ist schon klar. Aber wir wünschen uns halt in dieser Sache etwas mehr Blick auf das Gesamtbudget und auf die Schulden und nicht, wie gesagt, jetzt die Schulden zu erhöhen. Und in 10 Jahren, wer immer dann Bürgermeister ist, in 10 Jahren, muss dann mit dem neuen Zinssatz, der dann herrscht, verhandeln. Schlusssatz noch vielleicht dazu. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wenn wir schon machen, dass ein Zinssatz, ein Fixzinssatz, was der Herbert richtig gesagt hat, jetzt der vernünftigere Weg ist, absolut. Jetzt das Ganze mit Euribor machen, ist bei 10 Jahren ein sehr risikoreiches ein Ziel. Insgesamt 20 Jahre dann insgesamt. Das heißt, ich glaube, dass der Fixzinssatz gescheiter ist. Aber wie gesagt, in Zukunft möchte ich gerne schauen, dass wir wieder Sachen aus dem Budget finanzieren und vielleicht langsam schauen, dass wir die Schulden wieder beibehalten. Es hat 5 Jahre funktioniert. Wir haben von 2015 bis 2020 gemeinsam mit dem damaligen Umweltforum und wir von der FPÖ gemeinsam mit der ÖVP es geschafft, trotz wichtiger Projekte, die wir umgesetzt haben, den Schuldenstand ziemlich gleich zu lassen und sogar ein bisschen runterzukriegen insgesamt. Das würde ich mir für die Zukunft wieder wünschen. Also jetzt bedanke ich mich für die Diskussion, weil es haben wir ein Thema, wo ich mich wirklich gut auskenne. Es gibt ja viele Themen, wo ich mich nicht gut auskenne im Finanzbereich, glaube ich, kenne mich recht gut aus. Jetzt wart ihr natürlich bei der letzten Gemeinderatssitzung nicht da. Für mich ist das eine gewisse Entschuldigung für diese Wortmeldung. Wir haben das im Dezember ausführlich behandelt. Was ist der Grund? Und wir stehen, also nicht nur ich, sondern ich glaube, der Gemeinderat steht, dass wir die Schuldenquote senken. Und wir senken nach wie vor die Schuldenquote. Was ist die Schuldenquote? Die Schuldenquote ist, wie viel Prozent von den Einnahmen muss ich für die Darlehen aufwenden. Und die waren bitte schon einmal über 12-13%. Und da sind wir auf. Und da haben wir die Kritik. Wir liegen derzeit bei 7%. Nach wie vor bei 7%. Warum liegen wir nur bei 7%? Weil sich die Einnahmen natürlich in den letzten Jahren doch gewaltig gesteigert haben. Ich habe es letzte Mal schon erklärt, 100.000 Euro ist für jemanden, für einen Alleinverdiener, der nichts hat, fast keinen Gehalt hat, ein Vermögen. Für einen Generaldirektor, wo er die Frau arbeitet und wo ein Haus da ist und sonstiges Vermögen da ist, sind 100.000 verkraftbar. 100.000 sind nicht 100.000. Warum haben wir uns entschlossen, das jetzt zu machen?
Weil wir jetzt gemerkt haben, und das wissen wir erst seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr, die Preissteigerung wird gewaltig werden. Die Preissteigerung wird 4-5% betragen, vielleicht nur 3-4% die nächsten Jahre. Jetzt ein Jahr mit einem Projekt zu warten, würde bedeuten, dass man das Projekt um 4-5% verteuert. Pro Jahr. Wenn wir jetzt das Darlehen aufnehmen, kostet uns 0,4%. Wir brauchen die Darlehen nicht unbedingt, auch das habe ich erklärt. Wir haben zwischen 4 und 5 Millionen am Konto liegen. Wir könnten das auch verwenden und nicht so viele Darlehen aufnehmen. Die waren übrigens damals auch nicht da, diese 4 Millionen. Warum bin ich 4 Millionen am Konto? Weil das ungefähr der Betrag ist, den wir im Monat ausgeben. Und wenn wir das am Konto haben, ich war schon mit einer Verzinsung von derzeit 0%, da können wir uns 3% Konto abziehen. Die 3% Konto könnten wir uns auch abziehen, wenn wir Minus sind. Nur dann soll ja an die Bank 7-8%. Also bringt mir das Kontoertrag nichts. Was wir derzeit machen, ist eine Verbesserung der Liquidität der Gemeinde. Wir zahlen 0,4% an die Bank, holen uns aber 3% Konto auf der anderen Seite, das ist ein Plus von 2,5%. Und nochmal, verwechselt nicht Schuldenstand mit Schuldenquote. Nicht die Höhe ist maßgebend, sondern die Schuldenquote. Der Staat hat Milliarden an Schulden. Eine Privatperson kann sich das nicht vorstellen. Für den Staat ist eine Milliarde mehr Schulden, wie wenn ich 100 oder 200, 300 Euro aufnehme. Das sind andere Größen, das kann man nicht vergleichen. Darum haben wir auch gesagt, das habe ich bei meiner Budgetrede erklärt, warum ziehen wir jetzt Projekte, die wir eigentlich fürs 23. und 24. Jahr vorgehabt haben, jetzt, weil wir es jetzt billiger kriegen. Ja, wir werden die nächsten Jahre deshalb weniger Darlehen aufnehmen, weil wir die Projekte vorziehen. Warum ziehen wir sie vor? Weil sie jetzt billiger sind und weil wir jetzt billiger finanzieren. Wir glauben nicht, vielleicht irre mich, dass wir in ein, zwei Jahren genauso günstig wie jetzt finanzieren können. Wenn wir in zwei Jahren mit 0% oder mit Minus finanzieren, haben wir einen Blödsinn gemacht. Wenn wir in zwei Jahren aber vielleicht 1,5-2% wieder zahlen müssen, war es gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Das ist der Grund und darum bitte nicht verwechseln Schuldenstand mit Schuldenquote. Ja, die Schuldenquote senken. Da bin ich immer der Meinung, eine Gemeinde darf nicht über 10% Schuldenquote kommen. Zudem stehe ich nach wie vor, das wäre auch für die Gemeinde Wiener Neudorf nicht gut. Gut, wir haben gesagt, wir stimmen das in einem ab. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Entschuldigung. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich Sie um Abstimmung ersuchen. Danke, mehrheitlich angenommen. Mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Vizebürgermeister Pickisch, es geht um den Stockschützenplatz. Sachverhalt. Auf dem ehemaligen Gelände des ERC Electro Racing Club in der Tennisstraße soll ein sechsbahniger Stockschützenplatz errichtet werden, da die Fläche des derzeitig bestehenden zweibahnigen Stockschützenplatz in der Volksheimgasse für die notwendige Erweiterung der Friedhofsfläche vorgesehen ist. Gleichzeitig wird der Grundsatzbeschluss gefasst, diesen Platz nach Fertigstellung an den Eisstockclub ESC Wiener Neudorf zu vermieten. Es ergeht daher folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt folgende Firmen mit der Errichtung des Stockstützenplatzes auf dem Gelände des ehemaligen ERC in der Tennisstraße zu beauftragen. Die Firma Ingenieur Streit Bau GmbH, Rohrfeldgasse 18, 2353 Guntramsdorf zum Preis von 145.826 exklusive Umsatzsteuer. Gleichzeitig wird beschlossen, den Stockschützenplatz nach Fertigstellung an den ERC, ich glaube, da gehört an den ESC Wiener Neudorf um 300 Euro pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer in Summe Euro 360 pro Monat zu vermieten. Bitte das ändern. Letzter Satz statt ERC, ESC. Bitte nochmal kontrollieren, aber ich glaube, da habe ich recht. Danke. Danke für den Hinweis. Ja. Gut,
Karl, ich bin bei dir. Nehmen wir es gedanklich, 13 und 14 für dieses Darlehen. Gedanklich und apolitisch. Im Darlehensvertrag steht jetzt leider Gottes nur die Stockschützenanlage. Aber nehmen wir es gedanklich auch für den nächsten Punkt. Gut, haben Sie zur Errichtung des Stockschützenplatzes eine Frage? Wenn das nicht der Fall ist, bitte um Ihre Zustimmung. Danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 14, jetzt sind wir bei der Paddle-Tennis-Anlage. Sachverhalt. Auf dem Gelände des ehemaligen IAC Elektro Racing Club in der Tennisstraße sollen neben dem vorgesehenen Stockschützenplatz 3 Paddle-Tennis-Plätze errichtet werden. Gemeindeseitig werden die Fundamente hergestellt. Der künftige Betreiber stellt sämtliche erforderlichen Aufbauten bei. Es ergeht daher folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, folgende Firma mit der Errichtung von Fundamenten für 3 Paddle-Tennisplätze zu beauftragen. Firma Ingenieur Streit, Bau GmbH, Rohrfeldgasse 18, Gundramsdorf, zum Preis von €140.886,64 exklusive Umsatzsteuer. Dankeschön. Alles klar für diesen Antrag? Gibt es Fragen? Wenn nicht, bitte um Abstimmung. Petra, du hörst uns noch. Danke. Einstimmig angenommen. Dankeschön. Wir kommen zum Ferienspiel 2022. Sachverhalt, wie jedes Jahr soll auch im heurigen Jahr wieder ein dreiwöchiges Ferienspiel angeboten werden. Für Kinder ab dem 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr von 25. Juli bis 12. August. Im Rahmen des Ferienspiels gibt es für Kinder mit dem Hauptwohnsitz in Wiener Neudorf die Möglichkeit einer Ganztagesbetreuung von 7:30 bis 17 Uhr in Anspruch zu nehmen. Für diese Ganztagesbetreuung wird von den Erziehungsberechtigten ein Kostenbetrag, Beitrag von €50 pro Woche eingehoben. Die restlichen Kosten der Ganztagesbetreuung, da gehört das Mittagessen dazu, Programm und Bastelmaterialien, übernimmt die Gemeinde. Das Betreuerteam wird sich aus gemeindeeigenem Personal wie Freizeitpädagoginnen und Personal von Schule und Hort zusammensetzen. Im Anschluss findet ein zweitägiges Mittelalterfest statt, welches gesondert im Gemeindevorstand bereits beschlossen wurde. Der Antrag, der Gemeinderat beschließt, das Ferienspiel 2022 zu den im Sachverhalt genannten Bedingungen und der dafür veranschlagten Mittel durchzuführen. Die konkrete Organisation und Beauftragung bleibt dem Bürgermeister vorbehalten. Haben Sie Fragen dazu? Bitte um Ihre Zustimmung. Danke, einstimmig. Den nächsten Punkt darf ich den Herrn Amtsleiter bitten, es ist die Nebengebührenordnung. Sachverhalt. Die seit 1.6.2020 gültige Fassung der Nebengebührenordnung der Marktgemeinde Wiener Neudorf wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.05.2020 unter dem Tagesordnungspunkt F16 einstimmig beschlossen. Mit 1.3.2022 soll die Nebengebührenordnung der Marke Wiener Neudorf in folgenden Punkten abgeändert bzw. erweitert werden. Änderung der Nebengebührenordnung in § 6b. Die Lenkerin von gemeindeeigenen Lastkraftwagen erhält für die Dauer der aufrechten Lenkberechtigung eine monatliche Zulage von 11,8% des Monatsgehaltes pro geleisteter Arbeitsstunde. Gemäß Verordnungsprüfung des Landes Niederösterreich vom 23.02.2021 gehört pro geleisteter Arbeitsstunde gestrichen. Änderung Nebengebührenordnung in § 6c, dasselbe gilt auch für die kleinen Lkw, wo damals bei der Verordnungsprüfung das Land gemeint hat, dass pro geleisteter Arbeitsstunde auch gestrichen gehört. Dann Nebengebührenordnung § 6s, Kranführertätigkeiten. Um Fahrzeugkräne über 300 Kilo-Newtonmeter Lastkraftmoment bedienen zu dürfen, bedarf es heute einer theoretischen und praktischen Ausbildung im Ausmaß von 35 Unterrichtseinheiten sowie einer theoretischen und praktischen Prüfung. Anschließend beginnt die interne Einschulung in der Dienststelle. Der Kranführer trägt während den Kranarbeiten die gesamte Verantwortung für dessen Handeln. Die Arbeiten finden grundsätzlich in keinem abgesperrten bzw. gesicherten Bereich statt.
Diverse Tätigkeiten, Sperrmüllabholung, Sturmeinsätze, Materiallieferungen werden großteils im fließenden Verkehr bzw. öffentlichen Bereich durchgeführt. Im Augenblick steht der Markgemeinde Wiener Nord auf 2 Kranfahrzeuge und 12 staatlich geprüfte Kranführer zur Verfügung. Daher sollen die Bediensteten des Wirtschaftshofes die tatsächlichen Kranführertätigkeiten ausüben und über eine Ausbildung als staatlich geprüfter Kranführer über 300 km verfügen und im Besitz einer aufrechten Kranführerberechtigung sind, sowie für das Führen dieser Kräne von der Gemeinde betraut wurden, für die Dauer der Freigabe eine monatliche Zulage in Höhe von 7,5% der Entlohnungsgruppe 6-9 gewährt werden. Änderung der Nebengebührenordnung § 6, Sachverständigentätigkeit im bauamtlichen Bereich. Die Bediensteten, die mit Sachverständigentätigkeiten im bauamtlichen Bereich betraut sind, erhalten eine gemeinsame monatliche Pauschale von 35% der Entlohnungsgruppe 6,9. Die zuletzt beschlossene Variante eines unter den Mitarbeitern aufzuteilenden Betrages hat sich nicht bewährt, daher soll wieder zur ursprünglichen Regelung zurückgekehrt werden. Sowie Richtigstellung der Nebengebührenordnung § 6i, Bildschirmarbeiten statt 17,22% richtig 17,65%. Der Bedienstete des Verwaltungsdienstes erhält, sofern sie mit Bildschirmarbeiten betraut ist und diesbezüglich einen einschlägigen Kurs absolviert hat oder am Arbeitsplatz direkt eingeschult wurde, eine monatliche Zulage von 17,22% der Entlohnungsgruppe 6,9. Oben angeführter Prozentsatz wurde aufgrund des Nebengebührenbezugswertes aus dem Jahr 2019 angewendet und daher wurde ein zu geringer Prozentsatz ausgewertet. Dieser Prozentsatz soll auf den bereits tatsächlich abgerechneten und ausbezahlten Prozentsatz, welcher sich durch die jährliche Erhöhung der Nebengebührenordnung von 17,65% ergibt, angepasst werden. Es ergeht der folgende Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, folgende Abänderungen bzw. Erweiterungen der Nebengebührenordnung mit Wirkung ab 1.3.2022 zuzustimmen. Das ist Änderung Nebengebührenordnung § 6b, das ist bei den Lastkraftwagen die Streichung pro geleisteter Arbeitsstunde. Dann bei der Nebengebührenordnung § 6c, Streichung bei dem Klein-Lkw pro geleisteter Arbeitsstunde. Dann Nebengebührenordnung § 6s, die Bediensteten des Wirtschaftshofes, die tatsächliche Kranführertätigkeiten ausüben und über eine Ausbildung als staatlich geprüfter Kranführer über 300 km verfügen und im Besitz einer aufrechten Kranführerberechtigung sind, sowie für das Führen dieser Kräne von der Gemeinde betraut wurden, für die Dauer der Freigabe eine monatliche Zulage in Höhe von 7,5% entlang Lohnungsgruppe 6,9 gewährt werden. Änderung der Nebengebührenordnung § 6o, Sachverständigentätigkeit im bauamtlichen Bereich. Der Bedienstete, der im Sachverständigentätigkeiten im bauamtlichen Bereich betraut ist und die dafür erforderlichen Prüfungen abgelegt hat, erhält eine monatliche Pauschale von 25% der Entlohnungsgruppe 6,9. Und die Richtigstellung der Nebengebührenordnung bei der Bildschirmarbeit statt 17,22% richtig 17,65%. Um wie viel Euro geht es im Jahr? Das sind ungefähr 2.800, ist die 6,9er Stufe und die entsprechenden, im Jahr. Was heißt das für die Gemeinde an Mehrkosten? Das wäre das Hochinteressante quasi eigentlich an dem Ganzen. Das hängt davon ab, wer alle die Kranführerzulage dann zugesprochen bekommt. Das könnte ich dann sagen. Weil wir haben das ja so beschlossen, dass ja eben diese Voraussetzungen gegeben sein müssen, also sie müssen Ausbildung haben und sie müssen auch betraut sein mit der Aufgabe und sie müssen auch tatsächlich diese Aufgabe ausüben. Das weiß ich von den 12 Leuten, wer das jetzt genau ist, kann ich das noch nicht sagen, das werden wir feststellen. Es werden nicht alle 12 ausgebildet, sondern nur... Nein, die 12 sind ausgebildet, aber es werden nicht alle 12 eingesetzt. Was ist die Basis von 9, hast du gesagt? Ungefähr, ja, circa. Bei den Kranführern ist es 7,5%. Es geht darum, dass man einfach Rechnung trägt, dass heutzutage der LKW einfach nicht mehr mit dem zu vergleichen ist, was vor 30 Jahren der LKW war, von der Komplexität her, von den Anforderungen und von der Größe, dass halt diese Haftung, die damit einhergeht, in irgendeiner Weise auch da dargestellt wird. In Relation auch zu allen anderen Zulagen. Also es geht knapp um 215 Euro im Monat. Das ist ein bisschen... Nur beim Kranführer. Ja, genau. Beim Bauamt zusätzlich beim... Naja, meinst du jetzt die gesamte Nebengebührenordnung? Ja. Nein, beim Bauamt ist es eine Reduktion. Bei den Sachverständigen ist es eine Reduktion. Ja. Auf 25 runter. Warum machen? Ich muss jetzt schon den Hintergrund sagen. Wir haben in der Gemeindeverwaltung die sogenannte Computerzulage. So, ist natürlich auch fragwürdig, heute muss jeder mit dem Computer arbeiten, ist aber eine Möglichkeit, ihr werdet wissen, das Gehaltsschema ist zwischen Dernitz und Heidenreichstein dasselbe.
Wir haben ganz einfach hier andere Vermögensverhältnisse und andere Gehälter. Mit der Nebengebührenordnung kann sich eine Gemeinde ein bisschen helfen. Darum haben wir im Verwaltungsdienst, damit wir auch Leute bekommen, die sogenannte Computerzulage eingeführt. Ein bisschen ist das Äquivalent für den Außendienst. Wo in Rechnung getragen wird, dass wenn du dir heute anschaust, zum Beispiel die Soli-Fahrzeuge, ja, die sind alle ausgestattet mit Bildschirmen, Knöpfen und. Also diese Computerzulage für bildschirmarbeitende Mitarbeiter und die Arbeiter, die mit Geräten arbeiten, das hat sich in den letzten Jahrzehnten alles schon sehr verändert. Und wir versuchen halt einfach dem in irgendeiner Weise auch Rechnung zu tragen und diesen aus damals noch herrührenden sehr großen Unterschied angestellte Arbeiter einfach zeitgemäß auch entsprechend anzupassen. Ja, aber weil ja diese Änderungen jetzt vom Land Niederösterreich dann gefordert worden sind. Nein, vom Land Niederösterreich wurde gefordert, dass es war so, dass vor 30 Jahren wurden manche Zulagen der Groß-LKW und der Klein-LKW tatsächlich pro geleisteter Arbeitsstunde ausbezahlt. Das wurde bereits seit 15 Jahren schon nicht mehr gemacht, ist aber immer noch drin gestanden. Ja. Und bei der letzten Verordnungsprüfung, wo das Land das auch hinterfragt hat und wir die Umstände erklärt haben, hat dann das Land gesagt, bitte dann streicht das, wenn das nicht mehr so angewendet wird, streicht das auch bitte raus. Das ist einfach eine Korrektur. Das Land hat uns aufmerksam gemacht, was heißt geleistete Arbeitsstunde? Ist das die Arbeitsstunde, die jemand da ist, oder ist das die Arbeitsstunde, die der in diesem Fahrzeug verbringt? Also wir können keine Stricherlisten machen, wann der jetzt im LKW ist und nicht. Und darum wird es eigentlich seit 15 Jahren so gehandhabt, dass es natürlich für die ganze Zeit ausgezahlt wird, und das langsam dann streicht das pro geleistete Arbeitsstunde weg. Das führt nur zu Diskussionen. Okay. Und zur Reduktion des Sachverständigen muss ich aber sagen, wir hatten ja eine Zeit zwei mit der Frau Dr. Blanchard-Tillmann zwei Sachverständige, die haben sich 35 geteilt. Derzeit ist es so, dass diese Zulage, nachdem es nur mehr einen Sachverständigen gibt, müssen wir die an einen auszahlen. Obwohl der mich gebeten hat, bitte, ich will das gar nicht. Geht aber nicht, du musst deine Nebengebühr auszahlen. Und der hat gesagt, bitte senkt das. Ich will nicht sagen, dass der Mitarbeiter, aber eigentlich muss man sagen, er hat fast schon schlechtes Gewissen gehabt. Darum senkt man es jetzt wieder auf die 25 zurück. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Ich weiß, diese ganze Nebengebührenordnung ist ein ziemlich spanisches Dorf irgendwo, weil wir einfach nicht Gehälter vergeben können, wie in der Privatwirtschaft, wo wir glauben, das soll jemand verdienen, sondern wir sind in einem Schema ein bisschen gefangen und da muss man das mit so komplizierten Dingen dann ein bisschen ausgleichen. Gut, Fragen dazu, bitte um Zustimmung. Danke, einstimmig angenommen. Vizebürgermeister Pigisch, es geht um die ASFINAG. Welcher Punkt? 17. Sachverhalt. In der Sitzung des Gemeinderats vom 28.06.2021 wurde grundsätzlich beschlossen, dass sich die Marktgemeinde Wiener Neudorf mit maximal 100.000 Euro inklusive Umsatzsteuer an den Gesamtkosten des Lärmschutzprojektes Montage von neuen Aufsatzelementen auf der Lärmschutzwand südlich der Hauptstraße entlang der A2 beteiligt. Diese Beteiligung erfolgt laut nachstehender Vereinbarung. Es ergeht daher folgender Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt folgenden Nachtrag zur Vereinbarung betreffend Zuschuss zur Errichtung eines Lärmschutzes in Wiener Neudorf über die Errichtung eines lärmmindernden Aufsatzes, abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Wiener Neudorf und der ASFINAG. Vertragsgegenstand. Soll ich kurz die Punkte, die wichtigen, herausnehmen? Danke. Es geht grundsätzlich um die Montage lärmmindernder Aufsatzelemente, wie gesagt, von der A2 südlich der Hauptstraße bis zum Trott. Die Kosten betragen 262.198,17. Wir beteiligen uns mit 34% mit einer Höhe von 89.209,19 Euro. Wir zahlen in zwei Teilbeträgen, einmal 40.000 und einmal 49.209,19. Falls es eine Endabrechnung gibt und es wird günstiger, zahlen wir weniger. Bitte? Ja, es ist schon fertig. Ja, es ist fertig.
Gibt es Fragen dazu? Bitte. Darf ich dich bitten, dass du kurz rauskommst, dann versteht man dich besser. Die Frage ist, gibt es Vergleichmessungen von damals zu heute? Wie schaut es mit der Lehmentwicklung aus? Ich bin ein unmittelbarer Anrainer dort und viele Anrainer sind schon zu mir gekommen und haben gesagt, es hat sich nichts getan. Es ist genauso laut wie vorher und sogar noch, mitunter sogar noch lauter. Das sind unsere Einschätzungen zu dem Ganzen. Ja, vielleicht kann ich das nämlich als Betroffener, ich wisst es, ich wohne ja gleich hinter dieser Lärmschutzwand, hinter dieser neuen. Das ist ein bisschen irreführend. Es stimmt, dass es manchmal auch sehr laut ist. Warum? Wir haben seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ob es der Klimawandel ist, ob es was anderes ist, ich weiß es nicht, haben wir Südwind. Das hatten wir bis jetzt in dieser Massivität noch nicht. Wir hatten Westwind in erster Linie. Wir haben also seit vielen Monaten Hauptwindrichtung, kommt eher vom Süden. Das ist unser Problem. Das ist ja auch der Grund, warum für uns Tempo 80 nach wie vor so wichtig ist, weil die Temporeduktion gerade von dort, wo es keine Lärmschutzwand gibt, vom Industriezentrum. Wir kriegen derzeit den massiven Lärm vom Industriezentrum. Den kriegt der Mödling ab, den kriegen viele ab, die glauben, weil es die Lärmschutzwand steht, ist es lauter geworden. Das ist natürlich nicht der Fall. Klarerweise wirkt eine 13 Meter hohe Wand mehr als eine 8 Meter hohe Wand. Ja, wir haben diese Vergleichswerte gehabt, aber diese Wand musste ja mindestens 30 dB abhalten. Sie hält sogar 33 dB ab, also sie ist von dem her stärker. Nur wir brauchen ganz massiv Tempo 80. Ich darf berichten, dass ich heute ein Gespräch mit Bürgermeisterin Talosch aus Biedermannsdorf habe, die in unseren Bemühungen uns jetzt auch unterstützen wird. Ich gehe auch davon aus, dass uns Luxemburg unterstützen wird, weil auch dort mittlerweile angekommen ist, es geht nur mit einer Temporeduktion. Die Lärmschutzwand ist ein Baselstein. Der zweite ist die Temporeduktion und die dritte ist die Aufrauung der Betonfahrbahn. Also momentan, glaube ich, Genève viel spazieren, also man braucht ja nur über die Autobahn Brücken drüber gehen und hört, wie laut eigentlich dieser Betonbelag ist. Also diese beiden Dinge müssen wir noch verwirklichen. Also kann man sagen, der halbe Meter, der was da aufgesetzt ist, bringt etwas. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Der halbe Meter, der aufgesetzt worden ist, der bringt etwas. Also wir haben jetzt sicherlich einmal einen Teil geschafft, den teuersten Teil. Ich habe auch der ASFINAG damals gesagt, ist es nicht besser, wir machen zuerst einmal einen 80er und dann schauen wir, wie hoch muss die Lärmschutzwand liegen. Vielleicht muss die gar nicht 13 Meter sein, vielleicht reichen nachher auch 9 Meter. Der spart sich hier ein Geld. Das Problem ist, dass die ASFINAG einfach im Geld schwimmt. Also einfach sind wir wieder bei dem Begriff, wie viel Geld ist 1 Million Euro. Das ist für die ASFINAG kein Geld. Die haben 600 Millionen zur Verfügung, also da ist 1 Million nicht so dramatisch. Ich habe mich besonders als Staatsbürger ärgere natürlich, weil ich glaube, wir hätten uns einige Millionen der Sport, wenn wir zuerst probiert hätten, was billig ist. Der 80er kostet uns zwei Toffen, die hätten von mir aus auch wie als Gemeinde gezahlt. Aber sie wollten halt diesen Weg umdrehen und gesagt, leichter ist es im Moment, die Lärmschutzwand zu machen, darum haben sie es auch gemacht. Der nächste Schritt ist jetzt, und je mehr Gemeinden sich anschließen und uns unterstützen, umso mehr größer ist die Chance, dass wir das auch erreichen. Aber es hat sehr viel momentan leider mit Windverhältnissen zu tun. Das stimmt. Wunderbar. Gut, danke. Aber wir müssen unbedingt dranbleiben als Gemeinde, dass da was weitergeht. Gut, danke. Gibt es sonst noch Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? Dann bitte stimmen wir darüber ab. Danke, einstimmig. So, einen Punkt haben wir noch, das ist die Volksschule, der Schwimmunterricht. Sachverhalt. Herr Gustav Kovac und Frau Nora Magyare leiten aktuell Schwimmlehrer und Schwimmlehrerin den Schwimmunterricht für die Volksschule Wiener Neudorf. Frau Nora Magyare hat den Unterricht anstelle ihres Kollegen Herrn Markus Gjöre im Jahr 2017 übernommen. Es erfolgt hiermit eine Richtigstellung der Namen der derzeitigen Schwimmlehrer.
welche in der Volksschule Wiener Neudorf tätig sind. Der Stundensatz von Euro 30, der im Jahr 2013 festgesetzt wurde, bleibt unverändert und wurde bereits von Frau Magiare verrechnet und seitens der Gemeinde Wiener Neudorf an sie ausbezahlt. Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, auf Empfehlung des Ausschusses für Jugend, Jungfamilien, Kinder und Betreuungseinrichtungen, rückwirkend ab dem Jahr 2017 die Richtigstellung der Gestalt der Schwimmlehrerin und dass somit folgende Schwimmlehrer für den Schwimmunterricht der Volksschule Wiener Neudorf engagiert sind. Herr Kovac Gustav und Frau Magiare Nora. Das Honorar von Euro 30 pro Schwimmstunde wird pro Monat im Nachhinein mittels Honorarnote des jeweiligen Schwimmlehrers oder der Schwimmlehrerin abgerechnet. Herr Kovac wie auch Frau Magiare besitzen eine eigene Unfallversicherung und sind für die Versteuerung des Honorars im Rahmen der Einkommensteuererklärung selbst verantwortlich. Der Schwimmunterricht findet im Bundessportzentrum Süd statt, laut Schwimmplan unter Aufsicht der des jeweiligen Klassenlehrers, Lehrerin statt. Gut, wir haben es letztes Mal runtergenommen, also es hat sich vor Jahren der Schwimmlehrer geändert, nur wir haben zwar den richtigen, den jetzigen Schwimmlehrer ausbezahlt, aber es ist leider vergessen worden, den Gemeinderat zu fragen, ob wir diesen Schwimmlehrer auch akzeptieren. Deshalb jetzt dieser Antrag, der mit Jahren Verspätung kommt, ich entschuldige mich dafür. Gut, bitte aber dessen ungeachtet um Ihre nachträgliche Zustimmung. Danke, einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 19, den Dringlichkeitsantrag. Herr Dr. Nuri, darf ich dich bitten, dass du den noch einmal vorliest und auch deine Meinung als Arzt zu diesem Antrag abgibst. Sachverhalt. Der Nationalrat hat eine sogenannte kommunale Impfprämie beschlossen, die den Gemeinden je nach Durchimpfungsrate 80%, 85% bzw. 90% Anteil der Hauptwohnsitze über 5 Jahren für kommunale Investitionen zur Verfügung gestellt wird. Berechnungsbasis sind die Beträge des Kommunalen Investitionsgesetzes 2020. Für Wiener Neudorf bedeutet das einen Basisbetrag von ca. 1 Million Euro. Daraus ergibt sich, dass unsere Gemeinde bei einer Erreichung einer ab 80% Durchimpfungsrate einen Betrag von mindestens 75.000 Euro bis höchstens 600.000 Euro im Falle einer mindestens 90%igen Durchimpfungsrate erreichen kann. Deshalb ergeht folgender Antrag. Der Gemeinderat begrüßt die vom Nationalrat beschlossene kommunale Impfprämie für kommunale Investitionen. Er sucht jedoch um Überprüfung, in welcher Form der eventuell erzielte Förderbetrag den Wiener Neudorfern, die letzten Wiener Neudorferinnen, die letztendlich einen Beitrag dazu leistet haben, zugutekommen kann. Es möge alles überlegt werden, um mit dieser Prämie eine höhere Impfquote zu erreichen. Auch ob direkte Ausschüttungen eine Möglichkeit darstellen. Gesundheitsreferent und Gesundheitsausschuss werden ersucht, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung einen Vorschlag auszuarbeiten und den Gemeinderat zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen. Also in der Hinsicht, also ich glaube, ich habe das alle schon mitbekommen, wir bekommen eine gewisse Summe und wie wir das machen, es gibt schon verschiedene Vorschläge, die in meinem Kopf zumindest mal herumschwirren, wie man das ausmachen könnte. Ich würde das in meinem Gesundheitsausschuss mit meinen Mitarbeitern, mit allen Beteiligten besprechen und würde bis zur nächsten Gemeinderatssitzung, wie gesagt, das präsentieren. Wir sind für Vorschläge auch offen und ich bitte um Diskussion. Gut, bitte Robert. Also Dinge, die der Nationalrat beschließt, sind Sachen, die wir hier nicht beeinflussen können, das ist ganz klar. Ob das jetzt eine Impflotterie ist oder eine Impfprämie in diese Richtung, erachte ich beides praktisch für eine Chuzpe. Weil auf der anderen Seite, alle zahlen Steuer ein, alle zahlen Steuer in Österreich, ob geimpft oder nicht geimpft. Und dann eine Impflotterie zu machen oder eine Impfprämie,
zu machen, dass dann vielleicht laut diesem Antrag auch ausgeschüttet werden soll an einzelne Personen, was zumindest hier drin steht, ist absolut der falsche Weg. Ich bin der Meinung, wenn es eine Prämie gibt, und das ist ja alles Steuergeld, um was es da geht, wir reden ja nicht von irgendeinem Geld, was vom Himmel fällt, jeder hat Steuern eingezahlt und das ist ein Teil, der da zurückfließen könnte, sollte in Wiener Neudorf so investiert werden, dass es wirklich jedem zugute kommt, weil jeder in Wiener Neudorf zahlt auch Steuer. Und wenn man jetzt überlegt und sagt, man gibt jetzt Leuten, die sich impfen lassen, sozusagen ein Impfgeld in die Hand, dann ist das aus meiner Sicht der falsche Weg. Und deshalb werden wir diesen Antrag nicht mittragen, sondern sind der Meinung, dass das Geld, wenn es in die Gemeinde kommt, sinnvoll investiert werden soll, dass jeder in Wiener Neudorf was davon hat, ob das für Spielplätze investiert wird oder für andere Bereiche, die jeder nutzen kann, die jedem zugutekommen. Das wäre unser Vorschlag dazu. Naja, Robert, ich halte das wieder für kurz, weil wir bekommen Geld dafür, dass sich Leute impfen lassen, dann kann ich das Geld nicht denjenigen geben, die sich nicht impfen lassen. Das ist ja, das wäre ein bisschen ja kontraproduktiv. Die Ausschüttungen. Ja, aber wir kriegen das Geld aufgrund der Impfprämie und nicht aufgrund der Nicht-Impfprämie. Ne? Dass das die FPÖ anders sieht, das ist uns eh österreichweit bekannt. Das geht jetzt nicht, aber ich habe gebeten, dass wir das auch überlegen. Gibt es die Möglichkeit, das auch zurückzugeben in irgendeiner Form? Das muss sich der Gesundheitsausschuss anschauen. Nur es hat nur einen Sinn, wenn wir etwas machen, wo wir auch die Impfquote steigern. Das ist der Hintergedanke. Ob wir, also wir liegen derzeit auf 82%, über die 85 könnten wir sicher erreichen mit ein bisschen was, da geht es dann um 300.000 und vielleicht. Es gibt erst zwei Gemeinden in Niederösterreich, die 90 haben, aber es gibt schon auch in unserer Nähe Berchtelsdorf, Lab im Wald, Gaden, die schon knapp unter 90% sind. Aber fallen wir morgen wieder unter die 80, nachdem wir die ganzen Impfzertifikate auslaufen? Ich kann nur den Stand von heute sagen, dass das, was wir jetzt noch nicht wissen, es wird einen Stichtag geben. Den kennen wir nicht. Da gibt es die Verordnung, gibt es noch nicht. Die muss man sicherlich auch noch abwarten. Ist der Stichtag 30. Juni, 31. Dezember? Ich weiß es nicht. Es wird einen Stichtag geben. Ich habe noch heute reingeschaut, also Neudorf liegt mit 82,14%. Österreichweit sehr gut. Im Bezirk Mödling nicht einmal so gut. Das heißt, wir haben sicherlich noch Luft nach oben. Und darum die Überlegung, gibt es irgendein Projekt oder irgendwas, wo wir die Bevölkerung kommen können und sagen, bitte dazu was, dann kümmert das. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt, weiß ich nicht, irgendwas tun, was keinen interessiert damit. Weil dann können wir, es soll ja für eine bessere Impfquote eingesetzt werden. Gut, gibt es sonst noch irgendeine Wortmeldung? Ansonsten muss ja der Gesundheitsausschuss hier arbeiten. Bitte um Zustimmung. Gut, danke, mehrheitlich angenommen. So, wir sind jetzt mit dem öffentlichen Teil fertig. Der Beschlussfassungen kommen jetzt zu den Berichten. Im Nationalrat hast du eine tatsächliche Berichtigung. Ich habe bei der Wortmeldung Darlehen vom Gemeinderat Daniel was vergessen zu sagen. Er hat gesagt, muss ich natürlich korrigieren, wir hatten im Jahr 2015 22,9 Millionen Schulden und jetzt um 10 oder 11 Millionen mehr. Das ist natürlich unrichtig. Wir hatten natürlich damals noch die KG, die Tochtergesellschaft mit 7 Millionen Darlehen, die wir jetzt geschlossen haben am 31.12. Und natürlich müssen die Darlehen rübergeführt werden und die haben wir da und dort zurückgezahlt. Also wir haben 2019 29, knapp 30 Millionen Schulden gehabt. Ja, es ist jetzt höher, aber nur die 22 Millionen stimmen natürlich nicht. Wir kommen zu den Berichten der geschäftsführenden Gemeinderäte. Möchte von den geschäftsführenden Gemeinderäten jemand berichten? Niemand möchte. Bitte, einen kurzen Kulturbericht. Wieder ein bisschen bergauf zu gehen. Jetzt versuche ich also einen kurzen Bericht bis zum Sommer zu bringen. Also bis jetzt haben wir alle Kulturveranstaltungen Corona-gerecht durchführen können und wir hoffen, dass es also weiterhin so bleibt. Es ist auch natürlich auch das Neujahrskonzert davon betroffen gewesen, aber es war hervorragend.
Wir hoffen sogar, dass es etwas leichter werden wird, in Zukunft Veranstaltungen durchzuführen. Die Maßnahmen der Bundesregierung haben uns ja da jetzt ein bisschen geholfen. Ja, für den März ist das Caprice-Festival im Alten Rathaus geplant. Da wird es also sicherlich noch nähere Informationen geben, wie weit da Publikumsbesuch kommen kann oder nicht. Ja. Am 23. April wollen wir wieder im Zusammenhang mit dem Archiv den Georgsumzug machen. Ebenso ist das Maibaumbewachen am 30. April und das erste Maifest im Rathauspark geplant. Wir planen und hoffen, dass es heuer endlich möglich sein wird, die 50. Wiener Neudorfer Woche durchzuführen. Es wurden die Vereine schon angeschrieben, um Vorschläge für das Programm zu machen. Das Motto wird neben unseren natürlich Themenvereinen 100 Jahre Niederösterreich sein. Wir wissen alle, dass es also seit 1. Jänner 100 Jahre Niederösterreich gibt. Ja, es wäre auch das Lastkrafttheater im Jänner gewesen. Wir konnten es also auf März verschieben. Da bitte alle näheren Informationen der Homepage oder dem Mitteilungsblatt zu entnehmen. Ja, das war wirklich ein Kurzbericht. Wir hoffen, dass alles, was geplant ist, tatsächlich einmal durchgeführt werden kann. Gut, danke schön. Kurze Ergänzung noch dazu. Wir feiern ja auch in diesem Jahr 100 Jahre Niederösterreich. Es wird am 25. und 26. Juni in ganz Niederösterreich, immer in den Bezirkshauptstädten, Feierlichkeiten geben, wo wir ein bisschen mitplanen werden. Es fällt also natürlich alles in unsere 50. Wiener Neudorfer Woche. Also auch dieses Datum, 100 Jahre Niederösterreich, wird ein Thema auch der 50. oder soll ein Thema der 50. Neudorfer Woche sein. Sonst blicke ich in die Runde der geschäftsführenden Gemeinderäte. Nicht bekommen Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben. Gibt es da irgendwas? Wenn nicht, dann darf ich Obmann Kammer, Gemeinderat Kammer, bitten über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 19. Jänner zu berichten. Ja, wir hatten am 19.01. einen Prüfungsausschuss. Wir hatten hier 7 Punkte, die ich jetzt verlesen werde. Also erstens einmal Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit. Beschlussfähigkeit war gegeben. Ja, Punkt 2 war Rückstände und Mahnwesen. Hier war die Frage, welche und welche Höhe Rückstände gibt es aktuell, in Klammer Bereiche Wirtschaft, Sozialfonds, Mietrückstände, wenn möglich separat aufgelistet und summiert. Eine ausführliche Liste wird vorgelegt und besprochen. Die nächste Frage war, wann wird gemahnt, wie hoch sind die Mahnspesen je Fall? Gibt es hier Unterschiede bei den Mahnspesen, in Klammer Wirtschaft, Sozialfonds, Mietrückstände etc. oder sind diese immer gleich? Die Mahnspesen sind im Privatrecht, das ist zum Beispiel Miete, bei Euro 3,63 Euro bei der ersten Mahnung, Euro 7,27 bei der zweiten Mahnung und 3 Euro bei Abgabenmahnung, in Klammer Kommunalsteuer, das ist Hoheitsrecht. Die Außenstände halten sich im normalen Rahmen, in Klammer im Vergleich der letzten Jahre. Der Säumniszuschlag, in Klammer Prozentsätze, wird vom Land vorgegeben. Klage und Exekutionen macht die Gemeinde selber. Räumungsklage der Anwalt. Punkt 3, Untertunnelung bis 17. Hier war die Frage, aktuelle Rechnungen, Ausgaben in Bezug zur Vorantragsstelle. Ein Kontoblatt mit dem Voranschlag von 30.000 wurde vorgelegt. Sonst scheint aktuell nichts auf. Laut Abteilungsleiter Ingenieur Hudribusch lediglich anfallende Kosten, wenn das Land etwas benötigt, in Klammer zum Beispiel, wenn Verkehrsveränderungen auftreten. Punkt 4, Kosten Sachverständige, aktuelle Rechnungen, Ausgaben. Hier wurde ein Kontoblatt vorgelegt mit einigen Sachverständigen. Betrag war 3.941,11 im Jahr 2021. Dann war die Frage, zu welchen Themen, gemeindebetreffend, haben wir aktuell Sachverständige angefragt, beziehungsweise laufend, in Klammer neben Untertunnelung. Laut Abteilungsleiter Ingenieur Hudribusch bei Brandverhütung, in Klammer große Bauvorhaben, Raumplanung, in Klammer Prüfung nach der Bausperre und Straßenvorhaben. Der 5. Punkt waren Überstunden. Hier war die Frage, wie hoch sind in Klammer letzten paar Monate die Überstunden nach Abteilungen. Ja, Listen für das komplette Jahr 2021 werden vorgelegt.
Liste ist nach Alphabet aufgelistet. Es gibt 50%, 100% und 200%ige Überstunden. Aufschlüsselung nach Rathaus und Außenstellen. Die Gesamtsummen der Außenstellen werden nicht aufgeschlüsselt auf der Liste. Rathaus, Doppelpunkt. Erst Bauamt hatte 173,75 Stunden, Bürgerservice 175,5 Stunden und Hausverwaltung, Extraauswertung, Sekretariat und EDV 310,25 Stunden, Personal 157,5 Stunden, Kultur 25,25 Stunden, Buchhaltung 142,75 Stunden. Die Kinderhäuser bekommen Zeitausgleich, nur 100%ige Überstunden müssen immer ausgezahlt werden. Die Auszahlung der Überstunden ist immer um 2 Monate Zeit versetzt, da das Gehalt im Vorhinein kommt. Dann die nächste Frage war, wer genehmigt diese, wie viele pro Abteilung, werden diese ausgezahlt oder gibt es Zeitausgleich? Die Beantwortung war, der Abteilungsleiter genehmigt diese und der Abteilungsleiter wird vom Amtsleiter genehmigt. Es gibt Auszahlungen und Zeitausgleich. Der Prüfungsausschuss bittet für die nächste Sitzung um Aufschlüsselung nach der jeweiligen Abteilung sortiert. Momentan in der Sitzung war es aktuell nach Alphabet. Punkt 6, Begegnungszone bei der alten Feuerwehr. Da war die Frage, was ist der aktuelle Stand der Dinge dieser Evaluierung, in Klammer Geschwindigkeitsreduktion, und was ist die Konklusion daraus? Die Beantwortung war, vorübergehende Möglichkeit der Begegnungszone soll verlängert werden, in Klammer auch wegen Corona bzw. Abstand. Überlegung, in Zukunft wäre eine Dorfbegegnungszone, in Klammer sofern diese gesetzlich vorgesehen ist. Wie wurde nun genau evaluiert? Die Tempomessung ist keine Zählstelle als Information, in Klammer. Es wird noch laufend evaluiert. Welche Kosten haben, bzw. hatten wir diesbezüglich? Es gab lediglich 2020 Kosten. Punkt 7 war Wartungen. Hier war die Frage, wie hoch sind die Wartungskosten separiert bei den Wehranlagen wieder Neudorf und jegliche die Mödlingbach betreffende Wartungen. Hier wurde eine Liste vorgelegt, zum Beispiel Bagger, Geschiebematerial. Die Höhe war 29.154,08 Euro im Jahr 2021. Die nächste Frage war, wie oft wird in den jeweiligen Fällen gewartet und von wem? Beantwortung zum Beispiel, der Schlamm bei der Machercheckwehr wird vom Wirtschaftshof und der Firma Streit gemacht, dies nach Bedarf. Eine Überlegung wäre eine Sohlerampe, diese würde wohl günstiger kommen in der Erhaltung selbst. Und die Machercheckwehr wird vom Wirtschaftshof laufend kontrolliert. Der 9. Punkt, allfälliges, gab es nichts. Herzlichen Dank. Dankeschön für diesen Bericht. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt F. Allfälliges. Gibt es was bitte, Gemeinderat Stania? So, ich habe einen Punkt zu Allfälliges, einen zu Anfragen. Allfälliges, kurzes Information, noch zur, was der Bürgermeister zu Beginn gesagt hat, noch kurz zur Ergänzung. Wir haben von unserer Seite aus bezüglich der letzten Gemeinderatssitzung, bezüglich der Situation, eine Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht. Das wird, wie gesagt, zurzeit geprüft. Und das Zweite, was angesprochen worden ist, ist eine sogenannte Maßnahmenbeschwerde, heißt das, beim Landesverwaltungsgerichtshof. Das heißt, es wird geprüft, ob diese Maßnahme, die gesetzt worden ist, rechtens war. Das ist das, was im Laufen ist. Und Nummer zwei, die Anfrage, da wollte ich nur fragen, wir haben vor einiger Zeit ja darüber gesprochen und die Medien berichten ja doch regelmäßig darüber, dass Vorsorgen für Blackout gemacht werden sollen und da hat es auch geheißen, es wird weiterhin an dem Sicherheitsplan, an dem Katastrophenschutzplan wieder gearbeitet, aber auch an einen Sicherheitsplan. Da hat es geheißen, es wird auch wieder die Firma eingeladen, mit der wir damals gearbeitet haben, haben wir vor circa einem halben Jahr gesprochen, das durchgesagt, ich als Sicherheitsgemeinderat werde dazu auch eingeladen, wenn das der Fall ist. Hat es wahrscheinlich aufgrund des Lockdowns derzeit nicht gegeben, ich weiß es nicht. Aber gerade im Sinne von Blackout und Blackout-Vorsorge, wir haben jetzt auch einen eigenen Mitarbeiter am Gemeindeamt, der sich um diese sicherheitsrelevanten Dinge kümmert, eine offenbar eine sehr kompetente Person. Das auf jeden Fall, nur es sollte auch nach außen transportiert werden, was passiert, weil natürlich die Medien berichten ja nicht umsonst darüber und man sieht jetzt schon praktisch, dass die Gefahr von einem Blackout offensichtlich steigt und man sollte in Wiener Neudorf schon gewappnet sein. Was tut man dann in dem konkreten Fall und vor allem, dass wir die Bürger informieren, was tun die Bürger
wo kriegen Sie Informationen her, was für Maßnahmen werden gesetzt. Das sind alles Dinge, die wir jetzt regeln können und sollten, dass, wenn es dann wirklich mal eintreten sollte, was keiner von uns hofft und sich keiner wünscht, dass wir dann auf jeden Fall gut aufgestellt sind und vor allem die Bürger gut informiert sind, wo gehen sie hin, wo kriegen sie Infos und solche Dinge. Also da die Frage in deine Richtung, ist da schon was weitergegangen in das und wie kommunizieren wir das der Bevölkerung? Gut, Herr Sicherheitsreferent, darf ich dich bitten, vielleicht kann dann der Amtsleiter, der ja in diese ganze Sache auch involviert ist, vielleicht auch noch Ergänzung machen, bitte. Wir haben den 1. Oktober einen Mitarbeiter aufgenommen für diesen aktuellen Dienst jetzt, Zivilschutzverband, und der ist damit befasst, jetzt das aufzuarbeiten alles. Er ist leider 2 Monate ausgefallen aufgrund einer Krankheit, bei einem Feuerwehreinsatz wurde er verletzt, und der ist jetzt mittendrin, um das zu bearbeiten. Wir haben nächste Woche eine Sitzung gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden, mit dem Kollegen, und da wird das wieder rangegangen. Also in den nächsten Wochen kommt das am Gemeinderat. Und wann gibt ungefähr eine Kommunikation an die Bevölkerung über die Ergebnisse? Bei der nächsten Gemeinderatssitzung bis Mai, Juni. Wird das alles aufgearbeitet. Okay, danke. Okay. Wir arbeiten natürlich auch schon laufend an diesem Thema, wenn es darum geht, zum Beispiel Generatoren zu besorgen, damit ja in einem Schritt 1 die Feuerwehr strategische Stellen in Wiener-Neudorf mit den entsprechenden Stromaggregaten versorgen kann. Wir haben in der EDV im Bereich die Leistungskapazität der Akkus für Notfälle erhöht. Also es passiert laufend etwas. Der Punkt an die Bevölkerung, wie man die informiert, ist insofern natürlich, da muss man viel nachdenken, wie man das macht, weil die erste Entscheidung muss immer sein, von was für einem Zeitraum reden wir, den wir hier ins Auge fassen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir hier von 4 Tagen reden oder von einer Woche. Und das muss man halt alles im Vorfeld einmal definieren, was wir uns als Gemeinde sozusagen zu eigen machen und wo der Moment ist, wo auch eine Gemeinde dann eigentlich nichts mehr tun kann. Dann, in welcher Beziehung meinst du? Bitte? Na, was meinst du? Dann, Ja. Moment, ja, das ist immer die Frage, ist ja das Erste, ist einmal, wie stellst du fest, dass es sich hier um einen Blackout handelt und nicht um einen kurzfristigen Stromausfall, das dauert. Ja? Weil das, was man nicht vergessen darf, in den ersten 1, 2, 3 Stunden hat die Gemeinde ja auch nicht wesentlich mehr Informationen als jeder normale Bürger, der mit der EVN telefoniert oder nachschaut, was los ist. Das heißt, der erste Punkt ist ja einmal herauszufinden, von was reden wir überhaupt. Ist es überhaupt ein Blackout? Ein Blackout heißt landesweit und vor allem überlandesweit. Alles andere ist ja noch unter dem Thema Stromausfall, ja, zu behandeln. Und danach, also wenn hier jetzt der Stromausfall passiert, dann werden wir alle mit unseren Taschenlampen und den Handys da sitzen und einmal schauen und herausfinden, reden wir hier jetzt von einem, ist die Sicherung ausgefallen im Haus oder haben wir einen Stromausfall weiter draußen und so weiter. Nicht? Und das setzt sich dann in Gang. Und dementsprechend, wenn man dann darüber Klarheit hat, von was wir eigentlich reden, setzen sich dann sehr, sehr unterschiedliche Dinge in Gang. Dann fährt die Feuerwehr, also wenn es ein Blackout-Thema ist und man weiß, das dauert jetzt mindestens 12 Stunden, setzt sich die Feuerwehr in Bewegung, nimmt den Generator mit, fährt zum Gemeindeamt, hängt dort den Generator an, damit einmal dort die ganze Kommunikationsinfrastruktur weiterhin besteht. Es werden Funkgeräte ausgeteilt an bestimmte Personen, die über ein eigenes Behördennetz funken und. Und das geht dann halt so dahin. Ja. Wenn, ja. Ja. Werden wir machen. Ja. Aber wenn das passiert, wo überhaupt nichts mehr geht, dann muss ja auch, wir müssen auch einmal regeln, wie funktionieren wir von dem Moment an? Wo trifft man sich? Also wie erfahrt man, wie spricht man herum? Wo trifft man sich, dass man die weiteren Entscheidungen treffen kann und. Ja, die zweite Schiene ist, Bürger darauf vorzubereiten. Ja.
Aber das ist ein schwieriges Thema, weil da reden wir von der Versorgungsproblematik, was soll man alles hamstern zu Hause, das ist eine Frage der Kosten, das ist eine Frage der Platz, die jeder zu Hause hat, was er überhaupt in der Lage ist und so weiter. Also da ist viel nachzudenken. Gut, zudem bitte Werbung machen für unser SMS-Service. Wir haben, glaube ich, mittlerweile eine Schiene gefunden, wo wir 95% der Neudorf erreichen könnten. Das ist SMS, Handy hat fast jeder und wir versuchen natürlich jetzt da Informationen an die Bevölkerung in erster Linie über das SMS-Service zu machen, weil schaut nicht jeder auf die Homepage, es hat nicht jeder Signal, es hat nicht jeder WhatsApp, SMS haben doch alle. Bitte dafür Werbung machen, es werden immer mehr und wir können auch gute Informationen da verbreiten. Gibt es sonst noch Anfragen und anfälliges Wortmeldungen? Bitte, Gemeinderat Schisser, bitte. Nur eine ganz kurze Frage, was medial immer wieder thematisiert wurde wegen Problemen in Verwaltung oder Versorgung aufgrund von großer Anzahl an Quarantänefällen. Haben wir irgendwie in Wiener Neudorf momentan irgendwo einen eingeschränkten Betrieb aufgrund von Quarantäne und positiven Fällen bei Gemeindebediensteten? Also auch bei Schule, Kindergarten und Co.? Ich habe nur verstanden. Gut, die Frage war, gibt es irgendwelche Einschränkungen aufgrund von Quarantänefällen in der Verwaltung, ja, in der Gemeinde, in der Verwaltung? Nein, haben wir bis jetzt nicht. Wir sind im Radl-Dienst. Wir haben da und dort sehr wohl mittlerweile positive Fälle, aber das Radl bis jetzt funktioniert sehr gut und wir können nach wie vor den Betrieb in dieser Form gut aufrechterhalten. Und auch Kindergärten und Schulen? Ja, nein, im Moment ist kommen Fälle herein, sowohl bei Kindern als auch bei Pädagogen, als auch in einzelnen Gruppen und Klassen, aber im Moment haben wir noch keine Probleme. Ja. Wir bekommen täglich irgendwelche Nachrichten von gerade aus dem Kindergarten, Kinderbereich, heute Vormittag von einer Betreuerin, jetzt während der Sitzung ist gerade reingekommen, dass eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung ausfallen wird, also es mehrt sich jetzt schon sehr, aber bis jetzt haben wir es ganz gut, Entschuldigung, ich habe das jetzt akustisch irgendwo nicht mitgekriegt. Sonst noch Fragen? Ansonsten sind wir am Schluss unseres öffentlichen Teiles. Ich muss mich bei den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen entschuldigen, es war heute ein bisschen eine diskussionsarme Veranstaltung, wahrscheinlich geschuldet und dafür herzlichen Dank an die Ausschüsse, die offenbar die Anträge so toll vorbereitet haben, in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, dass nicht viele Fragen offen geblieben sind. Ich darf den öffentlichen Teil hiermit für beendet erklären, darf ich bei den Zuschauern hier im Saal bedanken. Wir machen jetzt eine kurze Pause, darf auf die nächste Gemeinderatssitzung am 4. April hinweisen. Würden wir uns freuen, wenn Sie uns wieder Gesellschaft leisten. Wir werden jetzt die Pause ein bisschen nutzen, also um die Kameras natürlich abzuschalten und dann noch einige Unterschriften, denke ich, mir einzuholen. Ein paar, glaube ich, gehen schon. Da brauchen wir nicht öffentlich sein. Okay, ich werde es nachher sagen, wenn es ja dann noch für die Unterschriften braucht. Gut, dann machen wir jetzt eine Pause. Ingenieur Binder, wie lange braucht es? 10 Minuten? 5 Minuten, 10 Minuten. Na, sagen wir 10 Minuten. Treffen wir uns wieder. Bitte? Querlüften, ja, kann man, danke, ja, werden wir tun, gute Idee.